Hallo und willkommen bei IDEA TV. In Frankfurt hat heute die weltgrößte Buchmesse zunächst für Fachbesucher geöffnet. Am Freitag ist sie auch für das breite Publikum zugänglich. Unter den Ausstellern präsentieren sich wieder zahlreiche christliche Verlage. Auch sie haben derzeit mit der Inflation und hohen Energiepreisen zu kämpfen. Daneben gibt es weitere Herausforderungen, so Renate Nolte von der Vereinigung evangelischer Buchhändler und Verleger. Schwieriger geworden, weil die Spontankäufe in den Ladengeschäften weniger geworden sind, weil insgesamt die Innenstädte nicht mehr so stark aufgesucht werden. Viele natürlich mehr online einkaufen. Und es gab eine Buchuntersuchung vor längerer Zeit, Quo Vadis, die nochmal auf ein bisschen abgedatet wurde. Und man stellt fest, dass viele Buchcover Menschen, die so nicht viel Leser sind, auch gar nicht so vermitteln, dass in dem Buch vielleicht gerade eine Antwort zu finden ist auf ihre Angst, ihre Sorgen, ihre Zukunftsprobleme. Insgesamt fehlt auch dem christlichen Buchhandel im Gegensatz zum allgemeinen Buchsortiment so die Vielzahl der klassischen Bestseller-Autoren wie ein Fitzek, der jedes Jahr einen Top-Titel liefert und dadurch Umsätze generiert. Im Zuge des bevorstehenden Winters will der Bund Freier Evangelischer Gemeinden, kurz FEG, die Hilfen für die Kriegsleiden der Bevölkerung in der Ukraine ausweiten. Das berichtete der Leiter der FEG Auslands- und Katastrophenhilfe, Jost Stahlschmidt. Wie umfangreich die Winterhilfe ausfalle, hänge von den eingehenden Spenden ab. Mit den Einnahmen sollen in der Region Kiew-Irpin bis zu 1000 beschädigte Häuser repariert werden, da dort die Temperaturen im Winter auf bis zu minus 20 Grad fallen. Mit einem Weckruf plädieren theologisch konservative Protestanten für eine Umkehr von falschen Wegen unter Christen. Dazu zähle etwa die Infragestellung der Bibel als Offenbarung Gottes. Sie warnen davor, bei der Verkündigung der frohen Botschaft biblische Inhalte wie Sünde und Vergebung zweitrangig werden zu lassen. Die über 60 Unterzeichner des Weckrufs sprechen sich für eine im Evangelium begründete geistliche Erneuerung aus. Soweit die IDEA TV-Nachrichten für heute. Ihnen noch eine angenehme Zeit. Tschüss und bis bald.